Hallo, liebe Freunde der Hochfrequenz Energie, liebe Freunde vom gesunden Menschenverstand, herzlich willkommen hier zur Arthurs Lebensrunde. Und ihr seht schon, dass ich heute einen tollen Gast mit dabei habe, den Holger, den lieben Holger Schwellnus. Holger, wir kennen uns auch schon ein paar Jährchen, wir haben uns auf Mallorca kennengelernt. Und das war auch eine sehr interessante Geschichte, dass wir uns dort zufälligerweise, du warst gerade auf einem Seminar auf Mallorca, hattest was von der Hochfrequenztechnologie erfahren und es war wie ein Magnet. Also ich habe gemerkt, wie ein Magnet, wir haben uns angezogen und haben uns über dieses Thema unterhalten. Holger, wie ging das für dich damals los? Ja, wie ging das los? Erstmal herzlich willkommen in die Runde. Danke, Arthur, für diese Einladung, heute Abend mit dir hier Zeit verbringen zu dürfen, uns austauschen zu dürfen. Ich darf ein bisschen zurückgehen. Das heißt, ich habe im gute 3-4 Monate vorher ist dein Gerät, die Wassermatrix, alles drumherum ist zu mir gekommen. Und es hat mich sofort inspiriert, weil der eigentliche Ursprung liegt 15 Jahre zurück, dass ich mich mit Hochvoltfrequenzen beschäftigt habe. Denn auf meiner Reise als Physiotherapeut, mich mit Frequenzen zu beschäftigen, sind noch ganz andere Gerätschaften natürlich in mein Leben gekommen. Aber ich wollte immer mit dem Hochvoltfrequenzbereich Kontakt bekommen. Und der Ursprung war das Rehatron. Jawohl. Und das ist die Geschichte von Hermann Mayer. Der ein oder andere wird Hermann Mayer als Skirennfahrer noch in Erinnerung haben. Ein ganz verrückter Hund. Wir erinnern uns an die Bilder in Nagano, wie der über den Zaun geflogen ist mit 3 Loopings. Alle haben gedacht, er steht nicht mehr auf. 2 Tage später holt er die Goldmedaille im nächsten Speedrennen. Und dieser Hermann Mayer hat ja mal aus einer Unachtsamkeit, wie auch immer heraus, fast seinen Unterschenkel verloren, war ein Motorradunfall. Und ich behaupte, wir beide, Arthur, wir wären amputiert worden. Das hing am seidenen Faden. Und er hat gesagt, in seinem Netzwerk, ich bin gut ausgestattet, mit technischer Unterstützung, fliegt alles wieder zusammen. Und was ihn damals gerettet hat, war das Rehatron, ein Hochvoltgerät, was im Bereich, ich glaube, 30.000 Euro, 35.000 Euro liegt. Die Pferdebesitzer werden es auch kennen als Equitron. Da wird es noch ein bisschen teurer. Denen ist es ja auch immer noch ein bisschen mehr wert. So, und wer dann das verfolgt hat, wie ich damals, der hat gesehen, dass Hermann Mayer wieder Speedrennen gefahren ist und mit demselben Unterschenkel Weltcuprennen gewonnen hat. Dann habe ich gedacht, wie geil ist das denn? Was ist das denn für eine Technologie? Was ist die in der Lage zu schaffen? Und dann habe ich mich damit beschäftigt. Und jetzt kamen die Einschränkungen. Dieses Rehatron nimmt Energie auf an Metallen. Und da habe ich mir überlegt, als Physiotherapeut, wie viele Klienten habe ich in meinem täglichen Tun, die Metalle in sich tragen? Von Zahnmetallen angefangen, über Hüft- und Knieprothesen bis hin zu anderen Verschraubungen nach Verletzungen. Und dann habe ich für mich gedacht, wie achtsam gehe ich mit dem Gerät um, um so ein Ergebnis wie Hermann Mayer schaffen zu können mit Klienten. Und ich hatte ein Team seinerzeit mit 10 Physiotherapeuten, wie achtsam gehen meine Mitarbeiter, Mitgestalter mit so einem Gerät um? Und dann war mir das Investment von tatsächlich 30.000 Euro mit diesem Risiko zu groß. Und dann ist das erstmal wieder in den Untergrund verschwunden. Naja, und dann kamst du in mein Leben, Arthur, mit dem Wassermatrix-Gerät. Ich habe recherchiert und habe nur deine Handynummer gefunden. Und du warst tatsächlich an einem Sonntag bereit, mir spontan nach wenigen Minuten über WhatsApp Antwort und Rede zu stehen. Wir hatten uns kurz ausgetauscht und war mir klar, ich wusste keinen Preis. Ich habe dich nur wahrgenommen. Den Menschen möchte ich kennenlernen, der hinter dieser Technologie steht. Und dann kam Mallorca tatsächlich zustande. Ich hatte das Seminar auf Mallorca und wir hatten vorher abgesprochen, wenn irgendwo eine Lücke ist, dass wir beide uns begegnen können, dann schaffen wir das, uns auszutauschen. Und ihr wart in Vorbereitung, Videos zu drehen. Das stimmt. Und ich hatte Kontakt mit einer Frau. Ihr wart im Hotel. Und es wurde 21 Uhr, 22 Uhr und ich bin hartnäckig. Wenn ich was möchte, dann weiß ich es zu schaffen. Und ich hatte am nächsten Tag den Abflug. Ich hatte keine andere Alternative außer diesen Abend. Und wir sind tatsächlich mit deiner Offenheit, mit der ich ja so dankbar bin, dass du dir das ermöglicht hast, haben wir uns dann, glaube ich, noch um 11 Uhr in der Lobby begegnet. Und es war der Blick in deine Augen, das war der Händedruck, das war die Ehrlichkeit, die Authentizität, die ich gefühlt wahrgenommen habe. Und so sind wir dann sehr schnell zusammengekommen. Ich habe das Gerät also nicht einmal vorher selber erprobt, am eigenen Körper gespürt. Ich wusste, das ist die Wahrheit, das wird mir einen riesen Nutzen geben in meiner Arbeit als Physiotherapeut, der sich mit Frequenzen schon 25 Jahre beschäftigt, und Nutzen geben für all meine Klienten, ob es jetzt im Sinne Öffnung neuer Therapiemöglichkeiten sich darstellt, ob es meine bestehenden Techniken unterstützt und beschleunigt. Ja, und all das ist dann seit
Oktober, November 2019 tatsächlich hat es stattgefunden und ist jetzt heute fester Bestandteil in meinem alltäglichen Tun. Ich erinnere mich, wir hatten da wirklich einen Videodreh mit Robert Stein, mit Per Zerbergs und anderen Therapeuten, Alternativmedizinern. Richtig. Und es wurde immer später. Und ja, mir war schon klar, dass du da bist im Hotel, konnte aber nicht gleich raus und war doch sehr, sehr spannend. Du warst mit deiner Frau mit dabei. Richtig. Ja, wir haben uns dann auch kennengelernt. Mit Leo in Vorbereitung. Genau. Das war im Endeffekt schon 2 Monate vor Niederkunft. Ja. Richtig, richtig. Wart ihr dann im Hotel, wo wir uns dann kennengelernt haben. Und ich fand es auch beeindruckend, weil du bist wie, für mich wie so ein Wikinger. Ja? Eine Präsenz von einem Mann, eine Kraft, die da im Raum ist. Und auch die Historie von dir, was du beruflich früher gemacht hast, ja, wenn du da im Prinzip noch ein paar Sätze dazu den Zuschauern mitteilst. Ja, sehr gerne, weil es ist um das Verständnis. Mir geht es ja in meiner Arbeit auch um eine Art Gesundheitsrevolution mit zu unterstützen. Das fängt bei unserer Denkweise an. Wie denken wir aus dem System Medizin, aus dem System der Krankenhäuserversorgung, Operationen und so weiter? Und ich hatte immer nach meiner Ausbildung als Physiotherapeut 1985 in Tübingen, wo ich wirklich bestes Rüstzeug mitbekommen habe. Das war Ausbildung an der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik, an der Universität. Ich hatte alle namhaften Professoren in allen medizinischen Teilbereichen der Neurologie, der inneren Medizin, wirklich als Ausbilder und habe da bestes Rüstzeug bekommen. Dennoch bin ich dann nach 3 Jahren auch Universitätsarbeit in die Reha-Klinik, das war mein nächster Schritt, und da stand ich wie ein Ochs vom Berg. Ich hatte auf einmal nicht die operierten Patienten, sondern die auch chronische Themen konservativ mit Lösungen voranschreiten wollten, wieder Richtung Gesundheit. Und da wusste ich auf einmal nichts mehr. Ich habe gedacht, in welchem System bin ich jetzt angekommen? Du hast doch alles gelernt, aber ich durfte wieder bei Null anfangen. Und mein Ursprung war sehr früh dann der Profisport. Ich wollte aus der eigenen, ja, ich sag's auch mal, aus der eigenen Ego-Haltung heraus mit Profisportlern arbeiten. Ich war selber Hochleistungssportler, mal einer der schnelleren Schwimmer in Deutschland. Und so wollte ich meinen Beruf des Physiotherapeuten mit dem Profisport verbinden, weil ich mir vorgestellt habe, hier lernst du am meisten, hier lernst du am schnellsten, weil du dir hier Zeit nehmen kannst mit Menschen, die erfolgsorientiert sind, leistungsorientiert sind. Und so bin ich dann sehr früh durch die immer wiederkehrenden Fragen nach Ursache und Wirkung. Ich habe mich sehr früh mit den universellen Gesetzmäßigkeiten beschäftigt, Ursache und Wirkung, mich nicht mit Symptombetrachtung zufrieden gegeben, habe ich mich dann geöffnet anderen Behandlungsmethoden, die ich dann wiederum in meiner Ausbildung nicht kennengelernt. So bin ich dann auf Hulda Clark gestoßen, Rabbit Rife zum Beispiel, die schon vor 100 Jahren mit Frequenztherapien auf Basis einer einfachen, heute genannten ZEPA-Technologie, einer Wechselstromtechnologie im Niedervoltbereich, Erfolge hatten. Auf verschiedensten Ebenen. Und so bin ich da immer tiefer reingegangen. Die erste Kiste damals, das war Anfang der 90er, hat mir ein Elektriker gebaut. Das war eine Bedienungsanleitung Konrad Elektronik Einkauf in dem Buch Heilung ist möglich von Hulda Clark, einer Biologin, die das Werk von Raymond Rife, dem Optiker, der die ersten Frequenzgeneratoren gebaut hat, 1930 und eingesetzt hat. Sie hat es geteilt, sie wollte keine Geräte verkaufen. Sie hat gesagt, baut euch das Gerät, macht eure Erfahrung. Und ich war in einem Zustand chronischer Krankheit. Ich war sehr früh mit vielen chronischen Krankheiten in den Atemwegen, im Bewegungs- und Stützapparat. Ich habe sehr viel selber am eigenen Körper erfahren, an Verletzungen, Knochenbrüchen und so weiter. Und wollte mich aber immer in der Selbstverantwortung dann für das, wie ich es auch immer ausgelöst habe, auch auf den Lösungsweg begeben. Mit eigenen Methoden, die dann die Selbstheilungskräfte unterstützen. Und dieses erste Gerät war wirklich aus Hand eines Elektrikers gebaut. Ich habe es angemacht und ausgemacht. Und wie war da die Historie? Ich kriegte immer Halsschmerzen, Etagenwechsel, Schnupfen und Nebenhöhlenentzündungen, Bronchitis bis runter in die tieferen Luftwege. Und habe diesen Zepper jetzt, legt das Ding an, Elektroden, hier wurde einfach nur auf 33.000 Hertz angeschaltet. Ich werde am nächsten Morgen wach, alles weg. Ich denke, was ist das denn? Du kennst doch jetzt über Jahre immer wieder diese Entwicklung und jetzt nimmst du dir so eine kleine Kiste in die Hand und ist den Infekt los. Ja, und so ging das dann Anfang der 90er tatsächlich los mit Frequenztherapie im technischen Bereich. Das hat dann weitere 6, 7 Gerätegenerationen im Bereich dieser Frequenztechnologie gebraucht, um immer spezifischer, immer tiefer zu gehen. Und so hat dann konsequenterweise das Hochvoltgerät auch dann zu mir gefunden, was das Ganze, was ich bis jetzt gemacht habe, zum Teil beschleunigt hat,
zum Teil mir aber ganz neue Möglichkeiten erschafft durch diese Tiefe, durch diese Funktion, die wir sicherlich gleich im Einzelnen auch nochmal besprechen werden, wie ich das als Physiotherapeut dann auch in die Maßnahmen einbinde. Das ist doch spannend, wenn du jetzt gerade das Thema erwähnst, Holger, dass damals schon vor über 100 Jahren diese Technologien im Einsatz waren, ja, wo man über Anode, Kathode gewisse Stromwerte durch den Körper durchgeleitet hat und versucht hat, den menschlichen Körper zu stützen, zu aktivieren, in die Selbstheilung zu bringen, genauso wie es Tesla auch gemacht hat mit der Hochfrequenz. Ja? Und eigentlich haben doch diese Technologien einen großen Mehrwert für die Menschen, einen Nutzen. Und trotzdem ist es für diese Technologie immer wieder schwer gewesen, sich zu etablieren. Ja? Ob es jetzt in Krankenhäusern ist, das wurde ja teilweise in Ländern verboten, die Hochfrequenztechnologie in Amerika 1960 zum Beispiel. Und auch wo Gegenkräfte vorhanden sind, ja, weil man ein gewisses Ziel verfolgt und gar nicht hinterfragt, warum hat der menschliche Körper diese Situation, dieses Leiden, ja, also warum ist das entstanden, sondern es geht nur aufs Symptom ein, ja, versucht das dementsprechend ja zu übertünchen, ja, und an die Krankenkassen quasi zu verweisen. Und auch damals, vor Jahrzehnten, haben ja die Menschen schon versucht, das Ganze auch biologisch, ja, zu verstehen, wie reguliert der Körper das. Und das habe ich auch in den Gesprächen mit dir immer wieder als so wertvoll empfunden, dass du auf die Ursache, ja, blickst und den Menschen langfristig eine Lösung suchst, erarbeitest. Weil das ist ja bei jedem auch individuell. Das ist ja nicht nach Schema F immer bei allen Menschen gleich. Das ist wie so eine Schneeflocke. Es gibt nie eine gleiche doppelte Schneeflocke. Jede Schneeflocke ist individuell einzigartig, genauso wie wir Menschen. Ich war heute bei der Frau Henschel, die dieses tolle Buch Welt im Tropfen, ja, und da geht es ja auch um Speichel-, Bluttests, die sie gemacht haben, Wassertests. Und jede Bildaufnahme ist einzigartig. Genauso wie wir Menschen in unserer Entwicklung einzigartig sind, natürlich eine gewisse Basis haben. Und dann muss man die Menschen abholen und wieder in die Ordnung zu bringen. Und das finde ich bei dir als sehr, sehr sinnvoll und wertvoll, diese Begleitung bei diesen auch Menschen im Spitzensport, die jeden Tag Höchstleistung bringen müssen. Also nicht der Normale, der jetzt sagen wir mal beim Daimler oder Obi oder wo auch immer arbeitet, sondern Menschen, die jeden Tag an ihre Grenzen gehen und wo du ja unglaubliche Ergebnisse in der Unterstützung erzielen machst. Du hast jetzt in kurzer Zeit sehr viel aufeinander aufgebaut. Ich möchte da noch mal eins nach dem anderen ein bisschen raussortieren. Und du hast das so ein bisschen angedeutet und in Frage gestellt, warum haben wir diese Kraft der Biophysik, so nenne ich es mal, als Pendant zur Biochemie, denn wir bestehen nun mal aus beidem. Ja. Die Frage ist nur, wo ist die höhere Wertigkeit, um diese Ordnung herzustellen, wie du schon angedeutet hast. Und dann möchte ich zu meiner Historie nochmal vielleicht einen Meilenstein und vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt zuschaut und zuhört, einen Tipp geben. Das Buch von Max Gerson ist zu mir gekommen. Und Max Gerson, ein Arzt, ein jüdischer Arzt, der gelebt hat um die 1880 bis in die 1960 hinein, also in einer Epoche über den Jahrhundertwechsel, 1910 Arzt geworden ist und dann auch als vertriebener Jude nach Amerika rübergegangen ist. Wenn man diese Biografie liest von Max Gerson, das war für mich ein Kriminalroman. Und ich möchte jetzt da gar nicht tiefer in politische Sachen mit dir jetzt im Gespräch reinsteigen. Da darf sich jeder selber ein Bild von machen. Wenn er diese Biografie liest, dann kriegt er, ich habe jetzt Gänsehaut am ganzen Körper, mir geht so die Pelle hoch. Das hat mich so wach gemacht. Das war Anfang 2000 habe ich dieses Buch gelesen. Und er hat nun mal alles erlebt. Er hat die FDA in Amerika erlebt, er hat die Biochemie erlebt, er hat die Biophysik erlebt, er hat selber mit Ernährung Menschen aus Tuberkulose, aus Krebserkrankungen geheilt und hat alle Widerstände erlebt. Das ist ein Kriminalroman, diese Biografie, und hat mich sehr nochmal unterstützend erwachen lassen, was da eigentlich abgeht in dieser Welt zwischen Biochemie und Biophysik, wo es eine Trennung gegeben hat. Anstatt dass man das weiter gleichwertig auf Augenhöhe bringt. Und wir sind ja heute im Verständnis, im Wissen, dass die höhere Ordnung aus physikalischen Energien, aus Lichtenergie, aus der
Fähigkeit, Wasser in eine Form zu bringen, die die beste Energie aufnehmen kann, alle Informationen transportiert, inklusive dann wieder der Biochemie, nämlich der so wichtigen Nährstoffe, und das alles in unsere Zelle hinein transportiert. Und das hat mich natürlich dann dazu gebracht, dass ich mich heute mit diesem Begriff des Zellologen, ich habe mich immer wieder aus Sicht der Zelle interessiert, welche Grundbedingungen brauchen Zellen? In Gelenke, in Muskulatur, Bänder, Bandscheiben, und bin dann natürlich zwangsläufig zu Querverbindungen gekommen hin zu den Organen. Welche Grundbedingungen braucht eine Leberzelle, eine Lungenzelle, eine Magenzelle? Welche Funktion hat überhaupt diese einzelne Zelle in den Organen, die ja auch teilweise, wenn wir den Dickdarm betrachten, nicht nur ein Muskel ist, der etwas raustransportiert. Der Dickdarm muss ja auch Wasser zurücknehmen, eindicken. Und so bin ich auf Querverbindungen gestoßen zwischen der westlichen Denkweise und der asiatischen Denkweise. Aus Sicht der Zelle zu schauen, wie kann ich jetzt mit Unterstützung technischerseits, Frequenzen verschiedener Geräte, Ernährung, Entgiftungswege, wie kann ich die Bedingungen verändern, dass die Zelle wieder in die Ursprungskraft kommt, in die Ursprungsordnung, du hast so schön gesagt, die Ordnung wiederherstellen. Denn dann läuft Selbstheilung im Inneren ja immer ab. Ich meine, ich brauche mir keine Gedanken machen, bei 100.000 biochemischen Vorgängen pro Sekunde in einer Zelle, bei unseren, ob jetzt 80 Billionen Zellen oder mehr oder weniger, da brauchen wir doch gar nicht drüber streiten. Das maße ich mir doch gar nicht an, das zu verstehen. Aber eins weiß ich, hier findet im Ursprung in meinem Körper nur Frieden statt, nur Miteinander, nur Gleichwertigkeit zueinander. Und das ist im Außen halt unseres gesellschaftlichen Daseins, unseres politischen Daseins, egal worauf wir schauen, ist es anders. Das ist eine Trennung von der Natur. Und wir dürfen wieder zurückkommen mit Blick aus Sicht der Zelle heraus, aus Sicht der möglichst nah an die Ursache, Bedingungen verändern, dass wir dieses friedvolle Miteinander in unserem Körper optimieren, und dann läuft Selbstheilung ab. Das ist ja alles Symbiose. Das sind alles Zahnrädchen, die aufeinander abgestimmt sind. Sag mal, jede Zelle hat ja von der Messsensorik, von der Abstimmung alles in sich. Ja? Und das wird ja reguliert, ob es die Temperatur ist oder das Wasser. Und es geht ja bei dieser Informationsenergie, Informationstechnologie ja darum, aus der Zelle verbrauchtes, verschlacktes, ja, aus meiner Sicht totes Wasser wieder rauszubekommen, ja, was einfach abgestanden ist wie in einem Teich, ja, was letztendlich dem menschlichen Körper nicht gut tut. Und wir haben die Möglichkeit, durch diese Hochfrequenztechnologie mit einer Eindringtiefe 10, 20, 30 Zentimeter in das Feld mit reinzugehen, da zu regulieren und damit neues, frisches, lebendiges Wasser in die Zelle wieder reinkommt. Und ich habe was Spannendes gestern auch wiederum recherchiert, zum Beispiel Katzen. Katzen sind ja Frequenzsucher, und die häufigste Todesursache bei Katzen ist Nierenversagen, weil sie als Hauskatze zu wenig Wasser trinken. In der Natur kommt das überhaupt nicht vor. Die zweithäufigste Todesursache ist ein Verkehrsunfall bei den Katzen. Warum? Die Katzen, wenn sie Leitungswasser bekommen, die brauchen was Fließendes, sonst trinken sie das Wasser nicht. Und jetzt haben wir aber Dutzende von Erfahrungsberichten von Katzenliebhabern, die sagen, sobald das Wasser strukturiert ist, fordert die Katze sogar dieses Wasser ein. Die gehen hin, die haben also Bilder, wo die Katze mit ihrer Pfote hingeht und dieses Wasser trinken möchte, weil sie einfach merkt, dass dieses Wasser ihr gut tut. Weil eine Katze ist ja nicht in einem Rudel, das heißt, wenn eine Katze krank wird, ja, dann über eine Woche, sie hat zum Beispiel Darmprobleme, dann kann sie nicht jagen gehen. Und sie hat keine große Fettschicht. Das heißt, nach einer Woche ohne Nahrung hat sie ein massives Problem, wird es nicht überleben. Sie muss relativ schnell und dauerhaft fit bleiben. Und diese Technologie ermöglicht ja nicht nur den Katzen, auch uns Menschen. Und wir haben jetzt auch Versuche gemacht, zum Beispiel mit Schnittblumen. Permanent laufen bei uns Versuche mit verschiedenen Schnittblumen. Diese Schnittblumen sind wunderschön anzusehen. Nur wie lange überdauern die? In der Vase eine Woche. Und hier haben wir jetzt Versuche gemacht, einmal hexagonales Wasser und einmal normales Leitungswasser. Und Holger, du wirst es nicht glauben, wir kriegen teilweise die doppelte Zeit hin,
mit dem hexagonalen Wasser. Das heißt, nichts verändert, außer dass das Wasser in eine hexagonale Form gebracht wird. Und die Schnittblumen halten im Wasser doppelt so lange. Was wir bei diesem Blumenexperiment sehen können, können wir doch auch auf uns schließen, wenn ich jetzt die Chance meinen Zellen gebe, besseres Wasser reinzubekommen und dann die ganze Zellelektrik in Schwung zu halten. Und natürlich, du als Spezialist, jemand, der Menschen begleitet, der genau weiß, wo muss man die Stellschrauben fein justieren, damit der Körper aus eigener Kraft das wieder hinbekommt. Erzähl mal ein paar Dinge aus der Praxis. Oder hast du da ein paar Erfahrungsberichte? Ja, seit 2019 Herbst kommt das natürlich zusammen. Einige. Und du hast vorher schon den Schritt zum Körper gemacht. Ich mache jetzt, binde da mich nochmal an das Wasser selber, weil mit Wasserqualität habe ich mich auch schon über 20 Jahre beschäftigt. Mir liegt zum Beispiel ich habe seinerzeit einen Ingenieur behandelt, der zur rot-grünen Zeit in Nordrhein-Westfalen, das war Bärbel Höhns Zeit, um 2004 herum, den Auftrag hatte, die immer schlechter werdende Trinkwasserqualität hier in Nordrhein-Westfalen durch eine neue Lösung, nämlich Membranen einzubauen. Also die biologische Kläranlage hat es nicht mehr geschafft, die Mikrosiemenswerte, das ist der Einheitswert, die elektrische Ladung im Wassertransport zu messen, wurden immer höher. Die Belastungen wurden immer höher und wir haben die Bezeichnung Trinkwasser von Behördenseite wirklich nicht mehr ernst nehmen können. Und mir liegt so ein dickes Buch vor, aus der seinerzeit NRW-Landesregion, von diesem Ingenieur, der mitwirken durfte, diese Membranen zu entwickeln, damit das Wasser wieder leichter wurde, damit das Wasser von der Biochemie, von der stofflichen Seite erstmal wieder gereinigter wurde. Und wenn man das gelesen hat, ich damals, jetzt schon 20 Jahre her, dann war mir klar, ein Wasserfilter ist unabdingbar. Jetzt bin ich aber hier nur auf der Biochemie eingestiegen und habe erstmal mich geschützt, dass mir Hormone, dass mir Antibabypille, dass mir das ganze Cortison, die ganzen Diclofenac, Ibuprofen, die Medikamente, die Menschen verstoffwechseln. Diese Broschüre hat nicht nur das untersucht oder widergespiegelt, was der Gesetzgeber seinerzeit vorgeschrieben hat. Die haben alles untersucht, was im Wasserhahn bei mir zu Hause gelandet ist. Da wird einem schwindelig, wenn man das liest. Also ist ein Wasserfilter definitiv das Wichtigste, um eine Schutz aufzubauen. Der nächste Schritt ist, und das ist das, was du jetzt mit dem Oszillator ja schon angedeutet hast, was bringen wir jetzt für eine natürliche Struktur wieder in dieses tote Wasser? Dieses Wasser, was vielleicht jetzt zwar gefiltert ist, aber unter Pressdruck 2,5 bis 4 bar durch die Leitungen hier gepresst wird. Wir kennen ja Wasser aus artesischen Quellen, genannt St. Leonards Quelle, die Plose Quelle. Das ist noch teilweise sehr leichte Wasser. Die haben ganz wenig Mineralisches. Die haben einen Mikrosiemenswert, der ganz niedrig ist. Und dadurch haben sie natürlich Sogkraft. Aber sie haben ja noch viel mehr. Sie haben diese ursprungshexagonale Form. Und das Wasser getrunken ist in der Lage, unser Körperwasser ja zu synchronisieren. Ich bin ein Mensch, du hast schon angedeutet, 2,2 Meter Körperlänge und im Moment mit 110 Kilo, ein paar Muskeln sind auch noch dran. Da ist natürlich eine Menge Wasser in meinem Körper. 70, 80 Liter sollten mein Körper sein. Und ich trinke am Anfang mit dem Gerät, habe ich mich rangeschlichen, vielleicht einen halben Liter, einen Liter, habe beobachtet, was macht es mit mir, mit meinem Körper. Und ich bin ein sehr schneller Statistiker, dass ich nun Dinge nicht nur mir und meiner engsten Familie zur Verfügung stelle, sondern auch meinen Klienten, die mir nah vertraut und über lange Jahre mich begleiten, dann zur Verfügung gestellt habe. Die haben das Wasser getrunken und haben Phänomene entwickelt. Das war sensationell. Ich erinnere mich an eine Klientin, die hat ihren Mann begleitet. Und sie war ein bisschen korpulent mit ihren 30 Jahren, sichtbares Übergewicht. Sie nimmt das Wasser und sagt, nee, das trinke ich nicht. Ich sage, wieso möchtest du das denn nicht trinken? Ja, das riecht muffig. Ich sage, das ist dasselbe Wasser, was ich gerade deinem Mann ins andere Glas geschüttet habe. Nee, das trinkt. Ja, ich sage, sag doch mal, wonach riecht es denn? Ja, das riecht nach Pipi, nach Urin. Ja, ich sage, dann riechst du gerade deinen Harnsäureüberschuss. Trink bitte einfach mal, trau dich. Sie trinkt das Wasser. Nach circa 10 Minuten sehe ich sie sitzen. Sie hat nur 300 Milliliter getrunken. Übergewicht. Vielleicht hat sie 60 Liter Wasser im Körper und fängt an zu wedeln. Sagt sie, ich kriege hier einen Schweißausbruch nach dem anderen. Was ist denn mit mir los? Kannst du mir noch mal ein zweites Glas geben? Sie wird neugierig, nimmt das zweite Glas und sagt, riecht gar nicht mehr. Trinkt es. Nach weiteren 10 Minuten sagt sie,
Oh, sag mal, hast du mal eine Decke für mich? Boah, mir wird total kalt. So, jetzt gehen wir wieder in die zellulogische Betrachtung hinein. Was ist da passiert? Diese Frau hat nur 600 Milliliter Wasser getrunken und erlebt von Hitzeschübe bis Kälteschübe Reaktionen in ihrem Körper. Das heißt, dieses Wasser hat jetzt ihr Körperwasser in meiner Welt, in meiner Begrifflichkeit synchronisiert. Diese vermehrte Menge an hexagonalem Wasser hat jetzt auch die Zellmangelregionen, wo eine Zelle nicht in der Lage ist, volle Leistung zu bringen. Nennen wir es ruhig in Temperatur, 37 Grad Körpertemperatur zu erzeugen. Da ist jetzt tröpfelsweise das erste hexagonale Wasser reingekommen. Also sie hat, wie gesagt, nicht am Körper gearbeitet. Sie hat nur das Wasser getrunken. Und jetzt entsteht durch das tröpfelsweise Nährstoffe, hexagonale Energie, das Wasser in die Zelle, diese Mitochondrienreaktion. Ein Ofen, der nur bei 20 Grad glimmt, dem ich jetzt aber nach und nach trockenes Holz gebe, der wird natürlich aufflammen. Und jetzt ist der Körper ja eine Batterie. Der Körper hat eine Grundspannung. Die Klienten, die zu mir kommen mit der Geschichte von Schmerz, von Steifheit, von Schwäche, die kommen mit einer Batteriespannung vielleicht unter 50%. Und jetzt möchte ich dir das Bild anbieten. Wir starten ein Auto mit unter 50% Batteriespannung. Da kommt mal so Ein ist noch gerade angeschwungen, Jodeln. Glück gehabt. Ja? Wenn wir das auf den Körper beziehen und du hast jetzt unter 50% Batteriespannung und jetzt werden Zellen, die vorher im Mangel waren, auf einmal mit Nährstoffen versorgt, Mitochondrienarbeit, die ziehen sich erstmal Energie aus dieser Batteriespannung. Wo geht sie dir als erstes verloren? Im Außen. Im Außen, dass du sagst, boah, mir wird es aber kalt hier, kannst du mir mal eine Decke geben? Ja, weil ich jetzt schon lokales Fieber erzeuge. Da kommt jetzt eine Mitochondrienarbeit zustande, die geht Richtung 40 Grad, Richtung 50 Grad von innen heraus, aber vielleicht nur in der Leber, vielleicht nur in der Niere und im Außen mangelt es mir. Und wenn diese Frau jetzt kontinuierlich dabei bleibt, allein nun schon die Möglichkeit hat, das Wasser zu trinken, geht jetzt durch diese automatisierte Selbstheilungskraft der Zelle, die Batteriespannung höher, höher, höher. Und jetzt kommt natürlich der Turbo, wenn wir jetzt noch herausfinden, wo ist denn jetzt wirklich der größte Mangel? Wir scannen den Körper mittels der Elektrode im Bereich der Organe, der Meridiane, der lokalen Probleme, dort wo Gelenk- und Muskelthemen sind. Und jetzt kriegen wir natürlich eine Beschleunigung dieser Selbstheilungskräfte hin, aber das Wasser, das ist so elementar für mich von Anfang an im Verständnis geworden. Und vielleicht als letzte persönliche Geschichte dazu. Er hört jetzt hier einen 56-Jährigen im 57. Lebensjahr. Und ich bin vor 3 Jahren in diesem Riesenglück gewesen, noch einmal Vater geworden zu sein. Ich durfte also mit meiner Expertise, meiner ganzen Erfahrung erneut eine Schwangerschaft begleiten. Dann die Stillzeit mit 18 Monaten Stillzeit. Da bin ich meiner Frau sehr dankbar, dass sie das durchgehalten hat. Und dem Leo dadurch den besten Start ins Leben ermöglicht hat. Aber jetzt kommt's. In dem Moment, wo ich ein frisch gebackener Vater war, waren die Nächte kurz. Da war zwei-, dreimal Aufstehen angesagt. Da war Mitarbeiten angesagt. Und um 8 Uhr stand der erste Klient vor der Tür. Wenn ich das Wasser nicht gehabt hätte, Arthur, ich weiß nicht, wo ich dann gelandet wäre. Ich habe mir morgens meinen ersten halben Liter reingegeben, die Synchronisation hat stattgefunden und die Energie, die er heute noch um diese Uhrzeit bei mir erlebt, hatte ich sofort präsent. Ich war abrufbar und konnte über Stunden performen. Allein nur, weil ich das Wasser schon getrunken habe. Das hat mich schon gerettet in den ersten Monaten dieses doch sehr intensiven Vaterdaseins in meinem Alter. Spannend, weil du das gerade erwähnst mit der Zellmembranspannung. Ja, der Strom fließt immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und wenn du im Körper Zellen hast, die intakt sind, da fließt die Energie drumherum. Und das können wir immer wieder zeigen, dass gerade die Zellen, die eine Unterstützung brauchen, auch dann diese Energie erhalten. Das heißt, bei einer gesunden Zelle, und das habe ich ja immer wieder wiederholt und das gebetsmühlenartig vorgetragen. Eine gesunde Zelle hat einen Widerstand von 2500 Ohm und eine kranke Zelle hat einen Widerstand von 300 Ohm. Das heißt, da fließt die Energie hin, der Körper verlangt nach dieser Energie. Es gibt eine Art Reset-Start für die Zelle und dann kommt alles wieder in Lot. Und das ist ja wichtig, dass man das in der Praxis über das Wasser, weil Wasser ist ja ein Speicher für diese Energie durch das Trinken. Und lieber Holger, seit
6, 7 Jahren trinke ich nahezu nur noch hexagonal strukturiertes, gereinigtes Hochfrequenzwasser. Ja, das wäre für mich früher undenkbar, als ich das zum ersten Mal in Russland gehört habe. Ja, mit der Antenne hier das Wasser strukturieren, dachte ich, ja, das mach ich halt mal. Aber dass ich heute wirklich jedes Getränk oder ob das jetzt auch Früchte sind, ja, ob das Orangen, Wassermelone, alles, was ich zu mir führe, was in unseren, ja, in meinen Wassersack rein soll, ja, soll die beste Struktur haben, damit es dann auch in unserem kleinsten gemeinsamen Nenner, in der Zelle, die beste Wirkung entfalten kann. Und du erinnerst dich vielleicht, kurz vor Corona hatten wir in Moers einen Vortrag bei dir, den du organisiert hattest. Ja, ganz genau. Das war, da ging es gerade los. Ich bin ja schnell, ich bin ja an der Stelle schnell. In dem Moment, wo ich die Wahrheit gefühlt erfahren habe, ich habe im Prinzip ja nur 2 Monate gearbeitet, ich habe dich im Januar eingeladen gehabt, das heißt, das Gerät kam im November, ja, und im Januar hast du vor 70 Leuten performen dürfen bei mir in Moers, richtig, weil wenn ich das dann raushaue, was ich da als Wahrheit gefunden habe, ja, für mich, was mich bereichert, dann dürfen es auch alle anderen wissen, und insofern haben sich da 70 Menschen zusammengefunden, die dir zugehört haben, und danach sind sehr viele Interessenten entstanden, die mehr darüber wissen wollten, die dein Buch angefangen haben zu lesen, das Buch recherchiert haben, und dann sind auch immer mehr Interessenten auf mich zugekommen, die mehr persönliche Erfahrungen mit diesem Gerät machen wollten. Seit dieser Zeit ist diese Gemeinschaft immer mehr gewachsen, und ich möchte noch mal einen Schritt auf diese Zellmembranspannung hinweisen. Du hast das sehr schön gesagt, diese Weg des kürzesten, geringster Widerstand, aber auch kürzester Weg. Wenn jetzt eine Zelle in ihrer eigenen Regulationskraft steht, die Zellmembran, die ja mit ihren Ionenkanälchen geöffnet ist, die Spannkraft hat, da fließt es rein und raus, da ist alles gut, die kommt mit 37 Grad klar. Aber die Zelle, die halt im Mangel ist, die nur gering noch Wasser zulässig in die Zelle hineinbringt, und das ist auch wichtig zu verstehen, wie manchmal diese Wärme Regulation der Zelle sich bei der Anwendung am Körper auswirkt. Nehmen wir mal das Beispiel, ein Anwender, der dann mit dem Gerät erfolgreich sich und seine Familie unterstützt hat hier in Moers. Der kam dann auf einmal und sagte, Holger, mein Kniegelenk, ich war in Dänemark am Strand und ich habe gejoggt und ich habe Knieschmerzen bekommen. Jetzt habe ich die lokale Anwendung am Knie gemacht und es wird überhaupt nicht heiß. Das kann doch nicht sein. Ich bin nicht mehr schmerzfrei, aber das Gerät, ist das Gerät vielleicht nicht mehr intakt? So, wir haben das Gerät schon gecheckt, natürlich war das Gerät intakt. Nur jetzt können wir uns vorstellen, er hat sich in einer ungewohnten Belastung, Strandlaufen ist oftmals Schräglage, ja, das haben wir nie zu Hause geübt, auch wenn wir da zu Hause mal regelmäßig joggen gehen, er hat sich ermüdet, erschöpft. Und da ist jetzt eine Membranspannung tatsächlich sehr weit zusammengefallen. Da kommt jetzt nicht mal mehr ein Tropfen rein. Vielleicht hätte er noch eine halbe Stunde länger befällen müssen. Aber es hat nicht geklappt. Jetzt habe ich eine andere Technologie aus dem Frequenzbereich genommen und eine Zellöffnung von außen künstlich herbeigeführt mit 2,6 Hertz und habe ihn dann nach Hause geschickt, weil ich habe gesagt, den Rest kannst du ja zu Hause machen, hast du dein eigenes Gerät. Nachmittags kriege ich die Nachricht, ich verbrenne gerade am Knie. Also diese Membranspannung von innen heraus hängt vom Wasserzufluss in meiner Beobachtung ganz klar. Der Nährstofftransport, die Informationen, die im Wasser gegeben sind. Aber wenn eine Zelle ganz zusammengefallen ist, dann braucht es länger. Und es braucht vielleicht Wiederholungen, vielleicht auch ein Tapping, ein mechanisches Klopfen, um das Ganze ein bisschen wach zu rütteln, damit die ersten Tropfen reinkommen. Und das erleben wir ja dann auch in der Wärmeentwicklung. Die Wärmeentwicklung ist ja nicht linear. Wenn ich einen Energiemangelbereich in meinem Zellverbund habe, ob es die Leber ist, ob es ein Muskel ist in einer Gelenkstruktur, dann erlebe ich erstmal so einen sanften Anstieg. Die Zellmembran ist bisschen durchgängig noch für hexagonales Wasser. Je mehr jetzt aber reinträufelt, baut sich diese innere Membranspannung auf, die Ionenkanälchen öffnen sich und jetzt gibt es einen exponentiellen Temperaturanstieg. Und der geht hoch auf 50 Grad, dass die Leute sagen, nee, boah, das wird jetzt zu heiß, das halte ich nicht mehr aus. Und jetzt ist eins aus meiner Beobachtung heraus ganz wichtig zu verstehen. Es geht hier nicht um die maximale Hitze. Es geht auch nicht darum, etwas aushalten zu müssen. Denn genauso wie die Energie den kürzesten Weg geht, den geringsten Widerstand, wie wir schon gerade gesagt haben, werden die Schlacken ja jetzt auch, wenn jetzt in der Zelle die Öfen richtig brennen, dann entstehen mehr Schlacken und die werden auch ausgedrückt über den kürzesten Weg bis in die oberste Ebene der Haut. Das heißt, zur Hitze kommt jetzt Brennen dazu, jetzt ist Alarm.
Wir dürfen bei der Anwendung des Gerätes am Körper nie Brennen akzeptieren, denn das sind Säuren. Säure macht im Nervensystem ein brennendes, wahrnehmbares Gefühl. Und wenn ich das jetzt aushalten möchte, dann verätze ich von innen. Auch hier geht die Säure auf dem kürzesten Weg nach außen. Also sofort wegnehmen, entweder verlagern und dann wieder hin, damit die Säure Zeit hat, in die Lymphe zu kommen, in die Zirkulation zu kommen. Das Brennen hört auch sofort wieder auf. Und manchmal gelingt es innerhalb einer Zeiteinheit, das Ganze sogar in die Regulation zu bekommen, dass die Zelle wieder 37 Grad selber macht, diese überschießende Reaktion ist weg und jemand sagt, jetzt wird es gar nicht mehr heiß, ist das Gerät noch an? Ja, doch. Ja, prima. Dann haben wir schon diesen hohen Anstieg wieder. Jede Zelle, die in einer Amplitude mal ausschlägt, hat das Bestreben, wieder in die Harmonie zurückzukommen. Und die Harmonie ist um 50% herum. Da ist die Effizienz des Energieverbrauches, Zufuhr und Ausscheidung ist gut in der Balance. Und dann haben wir es geschafft. Wenn das mal in einer Zeiteinheit nicht zu schaffen ist, nicht verkrampft denken, das muss doch, das muss doch. Nee, dann braucht es hier eine zweite, eine dritte Einheit, um dort zum Erfolg zu kommen. Aber wichtig ist, genauso die Energie den kürzesten, direktesten Weg, geringster Widerstand, ist aber auch die Schlackenbildung bei dieser Hyperthermie, die wir dann auslösen durch das Gerät, wichtig zu verstehen. Es braucht Zeit, abtransportiert zu werden. Also das ist ja sowieso so ein Grundthema für uns Menschen, geduldig sein. Genau. Und mit sich friedvoll über kleine Erfolge auch schon Schritt für Schritt gehen. Und dann kommen wir hin zur Heilung. Aber das Gerät beschleunigt, das ist unfassbar, unfassbar. Ja, vor allem mit der lokalen Hypothermie, du hast ja die Möglichkeit durch Veränderung permanent, wie so eine Art Scan-Funktion, du kannst ja dann rauf, runter gehen und ich stelle das auch immer wieder fest, nicht nur bei mir, auch von den Erfahrungsberichten, dass gerade am Anfang bei mir mit der Blase, Prostata, ich hatte über 3 Wochen, 4 Wochen eine extreme Wärme im Unterleib und irgendwann mal nach der 5., 6. Woche, ja, habe ich gemerkt, obwohl ich jeden Tag mich auch ausgiebig eine halbe Stunde bis zu eine Stunde im Unterleib befeldet habe, habe ich kaum noch Wärmereaktion gespürt. Warum? Weil die Zellmembranspannung hochging und ich habe nichts mehr an Wärme groß gemerkt. Das heißt, wenn ich jetzt am Oberschenkel, am Oberarm mich befelde, habe ich keinerlei Wärmereaktion. Hätte ich aber eine Störung, ich sag mal einen Tennisarm oder irgendwas, eine Entzündung, würde ich dranhalten und würde relativ schnell in 1-2 Minuten eine thermische Reaktion spüren. Und wir haben ja hier durch dieses Experimentierset es selber in der Hand, ja, zu schauen, wo kann ich die einzelnen Stellen, ob das die Zähne sind. Und da erinnere ich mich auch an einen Fall in Moers von einer Dame, die im Vortrag erzählt hatte, sie hatte beim Zahnarzt diesen, ja, da hätte ein Zahn gezogen werden müssen, weil dieser Zahn nicht mehr reagiert hat. Und durch die Befeldung über 2 Wochen oder 3 Wochen hat der Zahn beim nächsten Mal wieder reagiert. Ja, weil hier die Mineralien über die Wurzel im Zahn wieder rein gingen, konnten gelagert werden. Und genauso geht es ja um die Knochen. Das heißt, die Knochen müssen ja auch versorgt werden. Das heißt, die Knochenzellen brauchen Mineralien. Das sind unterschiedliche Mineralbaustoffe vorhanden, plus das Wasser als Transport, hexagonales Wasser, ja, und dann die Energie. Silizium und andere Stoffe speichern hier ja diese Energie hervorragend, ja, ob das die 144 MHz ist, die wir als harmonische Welle, Fibonacci-Sequenzen drauf modelliert haben und andere Dinge, damit die Zelle auch diese Sprache versteht, weil die Kommunikation vom Universum, ja, ist ja Frequenz und Schwingung. Und wir versuchen, oder beziehungsweise die Russen haben das in einer jahrzehntelangen Forschung in den 70er Jahren festgestellt. Und da ist ja zum Beispiel auch Global Scaling ein Begriff für den einen oder anderen. Durch die Vermessung der Natur, dass es gewisse Frequenzpunkte gibt, die sehr menschenförderlich oder naturfreudig sind. Und dann Knotenpunkte, wo es neutral ist. Und dann Dinge, die nicht so förderlich sind. Und das musst du halt wissen bei jeder Technologie, dass du genau auch diese harmonischen Frequenzen auf die Zellen abstimmen kannst. Ja, und das ist reproduzierbar. Das ist ja das Schöne. Reproduzierbar, du hast diese Zahngeschichte angesprochen und da ist die Hyperthermie
tatsächlich ein ganz, ganz wertvoller Effekt, denn wir müssen uns ja den Zahn mal vorstellen, im Mikroskop aufeinandergezogen. Wie klein sind diese Zwischenräume, diese Kanälchen? Da kommt kein Antibiotika rein. Ja, da wird versucht, mit Antibiose etwas ans bakteriellem Herd kaputt zu machen. Das kann vielleicht mal funktionieren im paradentalen Bereich des Unterkiefers, wenn da eine Ablagerung von bakteriellem Gewebe ist. Aber am Ende in den Zahn hinein kommt keiner. Aber wir kriegen hexagonales Wasser rein. Wir kriegen die hyperthermische Wirkung übertragen auf das Gewebe. Und das hat sich reproduzieren lassen, dieses Erfolgserlebnis mit dem Zahn. Selbst meine Frau AB, Schwäbisch AB, Anja ist Stuttgarterin. Also du merkst, mich zieht es immer wieder zurück nach Stuttgart. Da ist tatsächlich eine meiner Ursprünge. Und sie hatte einen Zahn, den hat der Zahnarzt aufgemacht. Dem ist schlecht geworden vor Gestank. Geruch hat mich angerufen, ist ein befreundeter Klient auch, Zahnarzt, der gesagt hat, Olga, der Zahn muss raus, mache ich nicht selber, ist ein kieferchirurgischer Eingriff nötig. Ich sage, mach ihn sauber, mach ihn provisorisch zu und gib mir Zeit und in 4 Wochen gucken die an. Er wollte es nicht glauben. Ich habe seinerzeit 2 Hyperthermie-Anwendungen nur gebraucht. Dann habe ich auch gar keine Hyperthermie, wie du es so schön beschrieben hast. Wenn die Zelle 37 Grad wieder in der Lage ist zu produzieren, wenn die Schlacken abtransportiert sind, das System geöffnet bleibt, findet selbst Heilung aus diesem inneren Kreislauf heraus. Die Ordnung ist wiederhergestellt selber statt. Und es waren nur 2 Anwendungen. Und dann ist nach 4 Wochen, hat er die provisorische Füllung wieder aufgemacht. Er sagt, die war komplett weiß. Kein Sekret, gar nichts. Er hat das Röntgenbild gemacht und sagt, Respekt, Holger, hätte ich nie gedacht. Und das Ganze ist jetzt auch 2 Jahre her, der Zahn ist erhalten. Also wir haben hier Einfachheit. Wir dürfen mit dieser thermischen Wirkung sehr achtsam umgehen. Die kann sehr, sehr intensiv sein. Und wir dürfen gut aufklären, dass wir hier keine Verätzungen durchführen. Vor allen Dingen, wichtiger Hinweis, bei frischen Narben, bei Operationsnarben, ja, die sind ja noch sehr instabil. Und wir brauchen diese Temperatur moderat nur annehmen. Und schon passiert diese Mitochondrienkraft. Wir kennen das wunderbare Video des Tübinger Kollegen. Du hast mit dem Herrn das Interview vor wenigen Wochen geführt. Ja. Wie er es gezeigt hat, wie diese Zellproliferation stattfindet, auch im Gewebe, welches sich durch Verletzung, Muskelfaserrisse, Operation, Narbenbildung. Aber wir dürfen hier mit der Temperatur sehr achtsam sein. Das ist verbunden mit Säureentwicklung und das wird natürlich auch eine Heilung wieder stören können. Also wichtig, gute Aufklärung, aber ansonsten so einfach. Ja, einen Knopf drücken, den Körper durchscannen und jetzt braucht es nur so ein paar Querverbindungen noch aus unserem Fachwissen heraus. Da kann jeder Laie lernen, mit dem Gerät zu arbeiten, seine eigenen Erlebnisse und Erfahrungen machen und er wird seine Überzeugung sehr schnell gewinnen, was das für einen Wert ist. Also das tägliche Wasserversorgung haben wir abgeschlossen, da sind uns beide einig. Jeder Tee, jeder Kaffee, jede Suppe wird hier nur noch mit hexagonalem Wasser gemacht. Alles, was flüssig ist, wird befeldet. Selbst Nahrungsergänzungsmittel, eine ganz wichtige Säule, eine meiner, wir kommen später vielleicht nochmal auf ein Seminar zu sprechen, wo ich gerne meine 12 Diamanten teile. Und einer ist der Omega-3-Index. Und Omega-3 in flüssiger Form, das ebenfalls zu befelgen. Alles, was flüssig ist, alles, wo Wasser im Ursprung ist, ob Früchte, wie du angedeutet hast, ist so wertvoll, um es noch zellgängiger, noch bioverfügbarer zu machen. Ja, und dann kommen wir zu ganz, ganz tollen Ergebnissen. Und das mit 3 Tasten, Start und Stopp, mit Wärmeentwicklung als Scanner, ja, das war immer mein Wunsch. Es ist doch einfach. Wir müssen uns um die Komplexität des Körpers keine Gedanken machen. Der macht alles selber. Es ist ein friedvolles Miteinander. Wir müssen nur ein paar Rädchen an der richtigen Stelle und in der richtigen Reihenfolge bedienen. Und wenn es an einer Stelle mal nicht funktioniert, dann brauchen wir einfach ein Wissen. Und das ist dein Buch so wunderbar mit den ganzen Tafeln der Meridiane, der Zahnzuordnungen, der Wirbelsäulensegmente. Und wer da gut begleitet ist und dahin geführt wird, der schafft so viel eigenes Wissen wieder. Denn wir haben doch beide nicht nur das Bestreben, hier etwas zu erzählen, Wissen anderen Menschen überzustülpen. Uns ist doch wichtig, dass jeder aus diesem Fremdwissen, was erstmal interessant ist, ja, das mag den einen oder anderen interessieren, aber die Neugierde muss so groß sein, dass derjenige sagt, ja, wenn es einfach ist, probier es mal selber aus. Und jetzt kommt er doch zu eigenen Erlebnissen und Erfahrungen. Und jetzt wird es deine persönliche Weisheit. Wenn die sich wiederholt, dann hast du ein Werkzeug in der Hand mit dem Wasser und dem Gerät. Also da ist die Zukunft aus meiner Sicht sehr sicher. Ich arbeite nach dem Prinzip reparieren, erst reinigen, reparieren, nähren und schützen. Und da können wir mit dem Konzept alles abdecken. Ja,
Du kannst mit diesem Werkzeug ja überall dann andocken und vielleicht noch ergänzen zum Thema Wunde, wenn du praktisch eine frische Wunde hast, dann ist es wichtig, dass hier die Welle sich nicht mit einem Hautkontakt, sondern über die Luft ab entwickeln kann. Also du hast dann ungefähr einen halben Zentimeter bis einem Zentimeter Abstand und haben wir so schöne Abstandshalter, die kannst du hier dran halten, damit du wirklich dann dieses Zentimeter Maß einhalten kannst, dann bildet sich die Welle über die Luft, trifft dann auf die oberen Hautschichten, dann geht es auch nicht so tief in den Körper rein und hilft dann dem Körper, diese oberen Schichten schneller zu regenerieren. Und das sind Dinge, die dann in der Einweisung, im Buch und in den anderen Coachings, ob das dann das Praxistraining ist, deine Seminare, das heißt, man kann dich auch live erleben, das heißt, wir sind Termine jetzt gerade in der Fixierung, die kann man nachsehen bei Tagesseminare auf der Wassermatrix-Seite. Hast du die Termine schon im Kopf? Wann sind die nächsten Termine, wo man dich live erleben kann? Ja, wir haben uns jetzt vorgestellt, gemeinsam mal drei Termine. Alle guten Dinge sind drei, sodass auch jeder eine Alternative hat. Es geht im April los, am 21., 22., 4. Freitagabend biete ich an, einen Vortrag zu halten. Einen Vortrag, der jeden anspricht, der, ob er mit dem Gerät schon Erfahrungen hat, ob er interessiert ist, diese Denkweise mal zu hören, wie ich aus der Zelle heraus die Verknüpfungen als Physiotherapeut sehe. Und wer das mit schon mal nehmen kann, ist vielleicht so neugierig, am Samstag 6 Stunden mit mir zu bringen, nämlich ein Tagesseminar, wo ich dann tiefer in meine Erfahrungsschatulle schauen lasse. Das heißt, wir als Physiotherapeuten, und da bin ich sehr selbstkritisch immer gewesen, wir arbeiten doch auch sehr häufig auf der äußeren Ebene, auf der äußeren Ebene von Symptomen. Ich habe riesen Respekt vor Unfallchirurgen. Das ist für mich eine ärztliche Gilde. Einer meiner engsten Freunde ist in Calw im Krankenhaus Oberarzt. Und der Maxe, der fliegt zusammen, der ist der Schrauber, der hat schon sein damals Rennrad bis auf die letzte Schraube zerlegt. Und als Anja, meine Frau, die sich seinerzeit den Unterarm gebrochen hatte, alles war durch beim Skifahren, habe ich sie über die Alpen gefahren nach Calw und er hat sie zusammengeflickt. Da habe ich riesen Respekt vor. Aber er sagt, Holger, ich brauche doch keine Diagnostik mehr machen. Das zeigt das Röntgenbild. Wenn ein Fußballer einen Tritt ins Knie kriegt, der Unterschenkel steht 90 Grad weg, was will ich denn da noch für eine Diagnostik? Da brauche ich einen besten Techniker. Und dann bin ich dankbar, im besten Land der Welt zu sein, was Hygiene angeht, was Techniker angeht. Und jetzt sprechen wir über die andere Seite. Da entstehen Themen chronisch. Da entsteht der Hexenschuss unter der Dusche, weil du dir die Füße abwäschst. Das machst du 1000 Mal, da passiert nichts. Und beim 1001. Mal, Klaus Lage fällt mir da ein, 1000 Mal ist nichts passiert. Auf einmal hängst du mit dem Hexenschuss unter der Dusche. Das ist ein akuter Schmerz, der dich jetzt in eine Bewegungsunfähigkeit bringt, in Schmerz bringt, vielleicht vom Arbeitsplatz, vom Sport fernhält, alles, was du gerne in deinem Alltag normalerweise tust. Und jetzt ist die Frage nach der Ursache. Da kann ich nicht nur am Rücken arbeiten, am Rücken denken, denn da gibt es Zusammenhänge. Zusammenhänge über die Muskelzüge, Zusammenhänge über die Energieverteilung aus den gesunden, kraftvollen Organen heraus, Zusammenhänge zu Emotionen, Zusammenhänge zu Biochemie, das Übersäuertsein durch eine Fehlernährung. Welche technischen Einflüsse wir noch haben, die uns übersäuern. Und da dürfen wir komplex denken. Und an dem Samstag möchte ich dich einladen, dass du diese Ursachen-Symptomketten etwas mehr kennenlernst. Wenn du nämlich Erfahrung hast mit Physiotherapeuten, wo ich mich mit einbeziehe und mein großes Team seinerzeit immer selbstkritisch, wie lange basteln wir am Kreuzdarmbeingelenk rum, an der Wirbelsäulenstatik rum und sind in der Mechanik. Uns fehlt aber die Energie. Uns fehlt elektrische Ladung, uns fehlt Lichtenergie, uns fehlt, da gibt es noch so viel mehr. Und in da lasse ich mal tiefer reinschauen. Also wer da sowohl als Anwender eines Gerätes, als Neugieriger, Interessent, als Physiotherapeut, Heilpraktiker oder Arzt, wer da mehr von wissen will, wer an dieser zellologischen Denkweise, dieses kombinierte Arbeiten mit dem Tesla-Oszillator, lade ich herzlich ein. Das ist, wie gesagt, am 22. April, der Samstag. Im Mai wird es direkt folgen, am 12. Mai der Freitag. 13. Mai der Samstag und wir legen direkt im Juni nochmal nach, 16.6. der Freitag und am 17.6. der Samstag. Ich habe eine Anreise aus Mörs mit 450 Kilometern, deswegen Freitag, Samstag ein wunderschönes Paket. Du darfst auch gerne zu beiden Terminen dabei sein. Du erfährst alles auf der Wassermatrix-Seite in den weiteren Details.
Aber lass dich einladen, dass wir gemeinsam Gesundheitsrevolution durch ein Umdenken gestalten, dass wir wieder Fragen stellen, dass wir uns nicht auf einer Symptomebene mit einer Diagnose abspeisen lassen, wo in der Diagnose keinerlei Ursache genannt ist. Vielleicht nochmal das Beispiel der Schulter, ein Impingement-Syndrom der Schulter. Die Schulter ist ummantelt von mehreren Muskeln. Und da ist das Bild eines Brunnenschachtes. Und du positionierst jetzt um den Brunnenschacht herum sechs Menschen, die die Konstitution haben von mir, von Arthur, von Arthurs Frau, vielleicht noch jemand ganz Zartes. Und jetzt darf sich immer der Stärkste am Schwächsten richten. Und wenn ich jetzt mit diesen sechs Menschen um diesen Brunnenschacht herum einen Eimer zentriert bewegen möchte, der Stärkste richtet sich nach dem Schwächsten. Jetzt fällt dir aber energetisch betrachtet einer der Muskeln aus. Nicht, weil du einen Sturz erlitten hast. Die Ursache ist dir unklar. Du hast angefangen, Schmerzen zu kriegen, Bewegungseinschränkungen, Einklemmsituationen. Und dann kommt relativ schnell schon mal von der ärztlichen Gilde auch die Idee, da müssen wir ein bisschen was freimachen hier, das Impingement, das Akromion-Dach, dieses Überstülpende des Oberarmkopfes ein bisschen freimeißeln, dann ist der Schleimbeut wieder frei, dann ist das wieder rund. Und ich sage, Moment, hier bewegt sich etwas nicht mehr zentriert. Hier ist die Energie ins Ungleichgewicht geraten. Und dann lande ich halt bei Muskeln, die eine Verbindung haben zur Schilddrüse. Bei Muskeln, die eine Verbindung haben zum Magen. Muskeln in der Verbindung zur Leber. Das heißt, wir gucken uns jetzt darüber hinaus andere körperliche anatomische Zellverbände an. Wir scannen die durch und sehen auf einmal, oh, hier wird es auch richtig heiß. Wir fahren die Energie hoch. Und das, was ich dir dort als Physiotherapeut lebendig zeigen kann, ist, wie Bewegung, wie Muskelkraft sich verändert durch den Einsatz des Tesla-Oszillators. Und wenn du da am Ball bleibst, an der richtigen Stelle, am richtigen Zahnrädchen, was der Arthur vorhin schon mit diesem Bild gebracht hat, das Schweizer Uhrwerk ist so schön zu nennen, du musst herausfinden, wo hakt das Uhrwerk, auf einmal direkt mit der Behandlung sagst du, oh, das bewegt sich ja viel freier, das Einklemmen ist gar nicht da. Das heißt noch nicht, dass es hält, das Ergebnis. Aber wenn es durch so eine einfache Anwendung die Antenne auf den Magen, auf die Leberbefällung zu einer Muskelspannungsveränderung, einer Bewegungsfähigkeit führt und es fällt dann hinterher weg, ja, dann brauchst du nur die Wiederholung der Wiederholung, um so ein Problem, nämlich die Fragestellung einer Operation, vom Tisch zu kehren. Ich habe eine Quote, das ist jetzt ein reiner Erfahrungswert aus meiner persönlichen Arbeit. Kein Heilversprechen, sondern einfach gründliche Zellanalyse unter Einbeziehung dieser Möglichkeiten, die wir schon besprochen haben. Wenn 10 Leute mit einer Operationsindikation kommen, wo die Ursache nicht klar ist, also der Fußballtritt, der Verletzungstritt, der Skiunfall, Kreuzbandriss, wo die Ursache nicht klar ist, 9 von 10 Fällen wurden in den letzten Jahren nicht operiert. Egal, welche Diagnosestellung wir hatten, aus dem internistischen Bereich, gynäkologischen Bereich, orthopädischen Bereich. Das hört sich groß an, ist aber einfach nur Statistik über Jahre von mir erarbeitet, Jahrzehnte muss man mittlerweile sagen. Die Chancen stehen jedem zur Verfügung. Die Frage ist, bist du offen? Bist du mutig, deinen Ärzten weitere Fragen zu stellen? Wenn sich eine Frage nicht stimmig beantwortet anfühlt, weiter Fragen stellen. Die Ursache ist entscheidend. Holger, das hört sich großartig an. Es ist wirklich fantastisch, welche Möglichkeiten wir doch auch selber haben durch ein bisschen Bildung, Einschalten vom gesunden Menschenverstand, weil Gesundheit ist immer eine Hohlschuld. Und es gibt Leute wie du, die seit Jahrzehnten sich mit diesen Themen beschäftigen, einen immensen Erfahrungsschatz praktisch hier den Menschen zur Verfügung stellen, wo man auch Fragen stellen kann, sich austauschen. Du eine Art Vorgabe, wie man die dementsprechend Schnittstellen am Körper am besten erreicht, weil man natürlich dann logischerweise aufgrund deines Erfahrungsschatzes weiß, dieser Muskel hängt letztendlich auch mit einem Wirbel zusammen. Dieser Wirbel steht aber dann, also Wirbel zu der Leber zum Beispiel. Und das ist ja ein Zusammenspiel, wie man diese Stellen dementsprechend am besten aktiviert. Und diese lokale Hypothermie bringt ja auch eine Geschmeidigkeit in die Muskeln, in die Sehnen, wo der ganze Körperapparat sich einfach viel besser bewegen lässt. Und ich denke, auch in Zukunft wird im Spitzensport, bevor es einen Wettkampf gibt oder im Training, werden diese Leistungssportler
ihre Muskelgruppen bis in jede Tiefe aktivieren, um dann auch wesentlich weniger anfällig zu sein für Unfälle, also sprich Verletzungen im Spielbetrieb. Und das wird die Zukunft sein, in der Pause oder auch nach dem Spiel, nach dem Wettkampf. Und das ist das, was ich auch von dir gelernt habe. Du hast jetzt eine körperliche Störung durch einen Unfall, durch ein Umknicken, sofort dran zu gehen, damit sich das im Feld gar nicht manifestieren kann, sondern sofort innerhalb kürzester Zeit. Und wo Dinge, die habe ich selber schon erlebt, wo man gedacht hat, oh, der Zeh, da ist 50 Kilos da drauf gefallen, der ist gebrochen. Ja? Und sofortige Befehlung von einer Stunde, dann ins Krankenhaus, nee, das geht doch so. Also es ist unglaublich, welchen Erfahrungswert du hier den Menschen mitbringst. Wir dürfen diese Gesetzmäßigkeit der Zelle ja so sehen, wenn eine Verletzung stattfindet, haben wir immer ein lokales Schock und damit auch starre Phänomen. Und das aufzulösen, so schnell als möglich, ist der Schlüssel. Denn wenn diese Verletzung erstmal über 6 Stunden, wir kennen das Typische, der Hobbyfußballer knickt um, hat einen initialen Schmerz und denkt, ach, geht schon wieder, ich mach mal weiter, hab noch Glück gehabt, ja, hat ein bisschen geknirscht, nach 6, 8 Stunden hat er auf einmal so einen Ballon. Das heißt, diese Starre, die jetzt geblieben ist, die Starre mit einer Blutung vielleicht in Verbindung. Das Gewebe ist jetzt übersäuert. Wir haben jetzt den klassischen Verletzungsweg und jetzt wird Pech gesagt. Also Pause, Eis, Kompression, Hochlagerung. Das ist Passivität, anstatt also noch mehr Starre reinbringen durch Eis. Ich habe schon selbst mit Profisportlern, ich arbeite seit den 90er Jahren mit Profisportlern. Ich habe wie auch in meiner Beschreibung, ich habe Sportinvaliden bis hin zum Olympiasieg begleiten dürfen. Und dieses Prinzip der Asiaten beispielsweise, die gesagt haben, nie mit Eis arbeiten. Du verstärkst die Starre und hinterher kriegst du dann nochmal eine überschießende Hyperthermie, jetzt kriegst du noch mehr Schwellung rein. Was haben die Asiaten beispielsweise gesagt mit der 4-Dimensionen-Regel? Die haben gesagt, wenn du eine frische Verletzung hast, du kriegst im Sprunggelenk rechts um. Natürlich gehst du nicht mit Wärme auf das Sprunggelenk rechts außen, aber du gehst in 4 Dimensionen an den entgegengesetzten Punkt. Und der entgegengesetzte Punkt ist dann, wenn das rechte Sprunggelenk außen ist, unten oben, rechts, links, außen, innen. Das heißt, wir machen eine Wärmeanwendung am linken Handgelenk, bringen also Energie ins System rein. Und der Stau, der da unten sich gerade aufbaut, wird von hinten an der entferntesten Stelle weggedrückt. Das ist aber eine Form von Biochemie wieder. Jetzt haben wir die Schwingung. Und die Schwingung können wir tatsächlich lokal sofort anwenden. Da fällt mir das Beispiel eines Fußballprofis ein, der mir unmittelbar nach dem Spiel, es gab ein Kopfballduell, der Gegenspieler, wir sprechen über Bundesliga, der Gegenspieler ist vom Platz transportiert worden. Mein Klient, befreundeter, konnte weiterspielen bis zum Ende des Spiels, hat mir dann sofort ein Foto geschickt. Ich habe aber schon ansatzweise gesehen, dass so kleine Brillen im Match entstanden sind. Ich sage, bitte sofort befällen und du machst beide Seiten, mach ruhig eine Stunde, gib dir Zeit, befällen. Viel Wasser trinken dabei. Und das ist aber meine Schatulle der 12 Diamanten. Bitte entschuldige dich auch bei deinen Zellen für deine Unachtsamkeit. Also ich gehe auch in die geistige Welt hinein. Die Kraft der Selbstheilung durch diese Sprache, den Wert und die Frequenz, Präzision der Sprache einzusetzen. So, er hat meine Vorgaben befolgt und jetzt kommt's. Er hat gesagt, wenn ich kein Lizenzspieler wäre, wäre ich am nächsten Tag nicht zum Röntgen gegangen. Ich hatte eine ganz laue Erinnerung, ob da irgendwas mit meinem Kopf gestern gewesen ist. Er musste aber als Lizenzspieler zum Röntgen, hatte ein frakturiertes Nasenbein, Jochbein und musste eine Spezialmaske tragen. Er hat es nicht gemerkt. Wir haben die Starre aufgelöst, die Zirkulation sofort in Gang gesetzt, das Hämatom abfließen lassen. Er hatte kein Brillenhämatom mehr, nichts mehr. Am nächsten Tag war nichts sichtbar. Er hat sofort die Baustelle frei gehabt, um über das hexagonale Wasser Nährstoffe reinzubringen und hat jetzt natürlich die Chance, innerhalb kürzester Zeit Wundheilung zu erzeugen. Derselbe Athlet hatte einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung. Normalerweise, wir kriegen das ja mit, wer sportorientiert ist in der Bundesliga, wir erleben das, da passieren Muskelbündelrisse, Muskelfaserrisse, Sehnenbeteiligung. Die Spieler sind 3 Wochen, mindestens erst 6 bis 12 Wochen außer Gefecht. Dieser Spieler, der das Gerät zur Verfügung hat, hat es wieder nach meiner Vorgabe unmittelbar eingesetzt. Im hochakuten Fall übrigens alle 6 Stunden. Wenn er sich gut versorgt mit Wasser, gut mit Nährstoffen, ist es zwar für die Zellen Hochleistungssport, aber es ist ja trainiert. Also alle 6 Stunden hat er dann befeldet. Er hat den Mannschaftsarzt mit der Beteiligung der Sehne
Das ist bradytrophes Gewebe, schlecht durchblutet. Es heilt also sehr langsam. Nach 10 Tagen gefordert, ich will ein Kontroll-MRT haben. Ich will ins Mannschaftstraining zurück. Und die Begutachtung des MRTs sagt, das ist doch nicht derselbe Spieler. Das kann doch gar nicht sein. So was haben wir noch nicht gesehen. So, erst nach 10 Tagen ins Mannschaftstraining zurück, wurde dann schon nach 2 Wochen wieder eingewechselt in der Schlussphase, gibt die Vorlage zum Siegtreffer. Das geht dann auch. Also, wen wollen wir erreichen? Im Endeffekt alle, auch mit dem Seminar. Ich möchte darauf hinweisen, das ist etwas, was ich gelernt habe. Wer Max Gerson gelesen hat, der lebt, so wie ich, ein bisschen im Untergrund versteckt. Arthur hat mich immer wieder motiviert. Holger, zeig dich. Holger, mach Seminare. Dein Wissen darf nach draußen. Und ich danke dir dafür, dass du mir diesen Mut auch weiter immer wieder zugesprochen hast. Und ich sehe da draußen ganz viele gute Therapeuten, die auch in unsere Richtung denken. Was uns fehlt, ist Netzwerkarbeit, ist voneinander wissen. Jetzt kriege ich wieder Gänsehaut. Die teile ich gerne mit dir. Ich möchte mit dir teilen. Ich möchte von dir wissen, als Arzt, als Heilpraktiker, als Physiotherapeut, der anders denkt. Aber vielleicht auch alleine wurschteln. Lasst uns das Netzwerk wachsen lassen. Aber wir dürfen außerhalb des Radars bleiben, so gut es möglich ist. Und eine Sprache verwenden, die nicht angreifbar ist. Wir sind Energetiker, ja? Wir sind Energieberater. Und gucken aus Sicht der Zelle, aus Sicht der Energie. Da ist so viel möglich. Deswegen möchte ich dich motivieren. Guck dir das mal an, fühl da rein, was dieser Seminartag dir bietet. Denn ich bin bereit, dann in Vorbereitung zu gehen, zu sagen, okay, alle guten Dinge sind 3. 3x3 Tage mit mir, mit Abständen, Freitag, Samstag, Sonntag, 4 Monate arbeiten, 4 Monate arbeiten und wir gehen gemeinsam dieses zellologische Wissen mit diesen technischen Unterstützungen durch und dann gehen wir in die Duplikation. Denn wenn ich 300 Leute schaffe, ist es schön. Wenn ich 10 Therapeuten erreiche, schaffen wir 3000 und so weiter und so weiter. Das ist eigentlich mein Ansehen, warum ich auch hier antrete mit Arthur zusammen. Der erste Schritt ist gemacht. Abendvortrag, Tagesseminar und dann schauen wir mal, was wir da weiter gemeinsam entwickeln können im Netzwerk. Also es wird für jeden, der an dem Seminar dran teilnimmt, lebensverändernd sein. Er wird einen neuen Blickwinkel, Zusammenhänge verstehen und ich sehe schon, die Stunde ist rum, lieber Holger. Das ging wie im Flug. Ja, ich denke, wir werden das wiederholen. Wir werden auch dann O-Töne vom Seminar hier mit einfließen lassen. Jeder, der Holger live erleben möchte, kann sich anmelden über die Wassermatrix-Seite. Da sind die Tagesseminare aufgeführt und ihr werdet begeistert sein. Vielen, vielen Dank, liebe Zuschauer, lieber Holger, für diesen regen Austausch. Ja? Und vielen Dank für die Möglichkeit, ja, es hat Freude gemacht. Wir werden das in Kürze wiederholen. Alles Gute, meine Freunde, und bis bald. Auf Wiedersehen.